Hallo zusammen, ich begrüße euch. Heute ist wieder in einer Folge von NHL und heute sind wir in der Tissot Arena zu Biel. Und wie ihr gesagt habt, die mal wieder eher ein verschissenes Trikot an. Man kann zwar nichts ändern daran, aber vielleicht habt ihr auch schon gehört, wir Tigers haben einen guten Verteidiger verloren. Wille Kaisin, leider. Schade. Aber nicht so schlimm. Wir haben ja auch gute Verteidiger, wie der Blaser oder wer auch immer noch. Ich würde jetzt nicht gerade aufzählen. Scheiss mich gerade an. Hoffentlich hat er ein gutes Neues gehabt. Hey, sie gut gerutscht. Wie er gesagt hat, haben Tigers schon auch ein Match gehabt. Sie scheiße gewesen. Aber wir probieren es besser zu machen gegen Biel und versuchen natürlich da zu gewinnen. Und versuchen da gerade die erste Möglichkeit rauszuholen, aber das wird nicht. Schade. So. Wir müssen sicher erst wieder gewinnen, weil wir haben in letzter Zeit, glaube ich, recht ausgeglichen gehabt, verloren, gewonnen, verloren. Und wir wollen natürlich ein bisschen besser in den Tabellen werden, das heisst, ich habe vorhin geschaut, wir sind auf dem 7. Platz gewesen. Ist zwar noch solide, aber ich könnte es mir besser vorstellen. So, und ich habe einmal online mit den Tigers gespielt und dort ist der Touresson schon drin. Und jetzt ist die Frage, wenn ich eine neue Saison anfange und schaue, ob dort der Touresson drin wäre, würdet ihr das cool finden, wenn ich ihn, also sozusagen Saison neu hier auch. Neu laden und möglichst ähnlich Punkte zu machen, so gewinnen und verlieren, dass wir sicher den, eben den neuen Spieler haben, Andreas Touresson, unser Schwede. Ihr könnt das in die Kommentare schreiben, ob ihr das wollt. Und ja, könnt mal schauen. Weil man kann es ja eigentlich immer noch ändern. Glaube ich ihm, hoffentlich. Und da kommt Federico Lardi mit dem Hammerschuss als Lattecher zu oder was auch immer. Er ist einfach drin. Hey, das war eine Granate, wie es oben drin. So. Das erste Goal ist mal für uns, das find ich jetzt zwar gut, mal. Das ist sehr gut, dass wir da in der Führung waren. So. Ah ja, der Miro Zrid, der geht ja nächste Saison zu der EV Zug. Ich weiss nicht, ob wir den auch schon traden mit dem Spieler von Zug. Ich habe gerade den Namen vergessen. Aber ich glaube so Ausländer, ein guter, hoffentlich. und vielleicht können wir da auch noch traden oder vielleicht wollt ihr da ja diese Saison noch, diese Saison noch da bei den Tigers haben. Weil er spielt eigentlich nicht so schlecht. Er ist eigentlich noch ein guter Verteidiger. So, nicht weiter Sinn. Mal das Bulli gewinnen, was wir auch machen. So, das Steinhoff startet da ganz alleine einen Lauf und wird natürlich wieder weggecheckt, wie nichts gewesen wäre. Das ist gerade ein knapper Pass gewesen. So, Erkin Junti schießt da schon wieder, aber es ist nichts weiter Sinn. Schade. Oh, ganz alleine vor dem Goal. So, das erste Drittel ist schon vorbei, wie er gesagt. Und wir haben da ganz gut ins Drittel gestartet mit 1-0. Und es geht natürlich gerade weiter mit dem nächsten. Und hoffentlich machen wir das 2-0 und unsere Führung weiter ausbreiten. So. Sacrisson kommt da gerade, macht da gerade mal einen Hammer Schuss und ist
oberen rechten Lattenkreuz oder hat er einfach anvisiert und drinnen ist er. Gegen Jonas Hiller, glaub's, wenn es mich nicht täuscht. Ja, der Jonas Hiller ist auch nicht mehr was, also das, was er erst gesehen ist. Also er ist nicht mehr so stark. Und der Giannoni heisst ja jetzt neu in der Schweizer Nazi drin, oder einfach, glaub's einmal. Wo er momentan ein bisschen besser ist. Natürlich auch bei den Berner und da muss er ja ein bisschen besser sein, von dem her ist ja auch gut. So, schauen, dass wir da irgendwie noch den Böck erobern können und irgendwie den Böck nehmen können, wenn wir ihn behindert oder gecheckt haben. Gehen weg, danke. So, der Erkinjunti ist wieder. Ja, und da ist genau noch eins das Gleiche. Noch eins das Gleiche. Und, aber damals ist nicht der Hillerdinder, sondern der andere Goalie. Wie ihr gerade gesehen habt, der Raupe oder wie der auch heisst. Und so machen wir gerade Goal um Goal. Was natürlich gut ist für uns. So, der Lardi mit einem flachen Schuss. Aber den hat er natürlich. Ja, irgendetwas muss er ja auch haben. So. So. Mal schießen da. Einfach drauf. So, das Spiel breit machen. Oh, jetzt sind wir leider raus. Schade. Dann gehen wir halt noch ein Schießen. Ui, das ist so knapp gewesen. So, mal schauen, ob wir da überhaupt noch irgendwie ein Goal können machen können, weil wir wollen ja nicht, dass die noch alles Goal machen, dass unser Goal in der Höhe kein Shootout können machen. Und natürlich kommt da der Diaz mit dem 4:0 schön in Pass eingespielt oder in Lauf. Und dann hat er ihn verwischt. So. Nein, ich will, was ich noch wollte ansprechen ist, ob ihr eben eins Neues wollt, etwas anderes gesehen, zum Beispiel NHL Trees oder Be a Pro, einfach seinen Charakter erstellen und dann macht der Randegger das nächste Goal 5:0 mit einem Direktschuss. So, eben, ob ihr noch etwas anderes wollt gesehen oder ob es euch egal ist. Ja, mit dir sagen, auf was es noch Lust hat. Ah, jetzt wird rausgewechselt gegen Jonas Hiller. Ich weiß nicht, ob es bei ihm der bessere ist. So. Ui, das ist ganz knapp gewesen. Eben mit dem Schuss und natürlich. Irgendwie, ich weiß nicht, was heute mit den Bielern los ist. Ich weiß gerade gar nicht, warum sie so schlecht sind. Die lassen gerade jeden Schuss sein. Liegt es echt an dem, weil ich einmal das komische blaue Ding noch drin gelassen habe, als Hilfe, ich das einmal vergessen habe, rauszunehmen. Ich habe es jetzt einmal eingetan, weil ich habe jetzt Franchise-Modus gespielt mit Vegas Night Kings oder wie sie auch schon wieder heissen. Oder, ja. Und dort habe ich den jeden Tag, weil ich die ganze Zeit, wie man aber vielleicht gesagt hat, einfach schiessen und schiessen einfach ein Goal rein, weil ich nicht so eine gute, nicht so eine gute im Zielen bin. Aber jetzt geht es irgendwie ein bisschen hervorragender und viel besser. Und von dem her denke ich, ich nehme das nachher raus. Oder ich kann es noch drinnen lassen. Gseit er es dann noch? So, der erste Postenschuss für sie. So,
das erste Bulli, das wir erst verlieren, glaubst du? Neu ist. So. Also, mir gesagt, es gerade im nächsten Drittel. Ich nehme das geschwind raus. Also, bis nach. So, jetzt sind wir wieder zurück und hoffentlich ist es jetzt draußen. Wir haben es gerade gesehen. Wenn wir da nicht. Gerade mit dem ersten Angriff kommen. Ja, es ist draußen. Aber natürlich werden wir so weitermachen, wie wir vorher weitergemacht haben. Und so und das erste Mal, wo sie erst ein bisschen Druck machen. Da, aber er wird natürlich. Und da steht er ganz alleine. Und verwandelt er gerade zum 6:1. Da können wir jetzt leider nichts machen. Und da kommen sie gerade noch eins. Ganz gefährlich. Wir müssen das ja nicht noch verlieren. So. Der Erkin nimmt ihn mal wieder. Schießt mit einem guten Schuss. Der Koisin kommt durch und der Erkin nimmt ihn mit dem Pfostenschuss. Und es gibt die erste Strafe gegen uns. Und sie machen da schier 2:6. Und so. 5 Minuten Strafe gegen uns. Wegen was auch immer. Der hat wahrscheinlich auch gerade raus müssen. Ja, bitte gang weg. Danke. Jetzt müssen wir gerade schauen, dass wir irgendwie da ein bisschen in der gegnerischen Zone drinnen bleiben. Weil 5 Minuten sind eigentlich sehr lang für ein Powerplay. Wir wollen natürlich das ja nicht für die schenken, weil es hört ja nicht auf, wenn sie ein Goal machen. Oh, oh, oh. Und dann tun sie uns da gerade verhindern, dass wir da ins ihres Drehtuch können. Uiuiui, das war gerade sehr knapp gewesen. Und sie laufen da gerade sehr geschickt rum. Und sie machen da natürlich auch gerade eine Strafe gegen uns. Und jetzt steht 4:4. Also ja, 4 gegen 4, so ich soll sagen. Und wir haben da gerade einen Schuss abgegeben von uns. Und sie passen da gerade hin und her. Bitte nimm den Puck. Und gib ihn nicht in dem. Und da gibt es gerade einen nach dem anderen Check. Und gerade noch ist die nächste Strafe gegen uns. Ich glaube es ja nicht. Ja, und das ist jetzt sehr knapp gewesen. Ja, allein. Oh, zum Glück hat er nicht gehabt. Wo ist da der, unser Spieler? Der ist einfach nicht um. Ah, mal da ist er. Wir müssen sehr gut schauen, dass sie da sicher nicht durchkommen. So. Da können wir erst wieder einen kleinen Befreiungsschlag machen. Mit dem Diaz. Oh, das ist ganz gefährlich noch. So. Und wir können ihn erobern. Und kein Goal machen. Das war gerade ein bisschen zu eng für das 1 gegen 1. Wenn wir gerade von der Seite reinkommen. Und sie kommen da natürlich gerade. Und nehmen mal den Böck. Danke. So. Jetzt ist immer noch 5 gegen 3. Er hat ihn noch. Schade. So, jetzt müssen wir da wirklich sehr gut schauen, dass sie da uns. Ja, schon passiert. Zum 6:3 reinfallen. Nein, 6:2, so ist es.
Und es ist immer noch Überzahl für sie, aber dafür jetzt nicht mehr so viel oder so lang. Aber sie können immer noch irgendwie ein Goal erzielen, so wie die da uns unter Druck setzen. Und schön blockt vom Hiller. Der kommt gerade weg, der muss gar nicht weiterkommen. Ist auch so für mich verletzt. Hat so verdient. So einen hohen Bieler wollen wir ja immer verräumen, von dem her. Selber geschossen. Ist ja nicht unser Spieler, sie haben auch genug Spieler von uns selber verletzt. Schön mit Fanghand hat er den bekommen. Koistin tut auch noch einen wegnehmen. Da kommt der nächste, aber sie kommen auch gerade noch. Und das ist ein sehr gefährlicher Pass gewesen. Da haben wir jetzt wirklich verdrückt. Nimmst du den? Ja. Schon passiert. Zum 6 zum 3. Ja, 6 Sekunden wäre es noch gegangen, dann wäre das Powerplay vorbei gewesen. Ja, das nächste Mal müssen wir ein bisschen besser schauen, wo wir die Pass hinwollen geben. Nicht so wie Neusch jetzt. Wir wollen noch. Das läuft gerade richtig schlecht. Richtig schlecht läuft das gerade. Nein, es darf nicht so enden. Nein, jetzt kommt gegangen weg. Hallo, einer vor bitte blocken. Ja. Ja, und da gibt es natürlich gerade noch erst die nächste Strafe. Ah. Hey, es läuft einfach gerade nicht gut für uns. Die eine Strafe, der andere hätten wir uns einfach. Eine Strafe nach der anderen. Aber jetzt können wir uns da gerade sehr gut befreien. Ja, wenn er würde mitlaufen. Und da haben wir gerade ein neues nächstes Beispiel mit schlechter Passen. Und er checkt uns einfach von hinten. Und es gibt natürlich keine Strafe. Und sie checken uns natürlich immer und immer weiter, bis wir ihn nicht mehr mögen. Oh. Mit dem hätte ich es nicht gerechnet. So einen schönen Konter gemacht zum 4 zu 7. Ah, noch ein Shorthander dazu. Wenigstens das haben wir irgendwie hinbekommen. Vielleicht noch einen, wer weiß. So, der Hiller muss auch dran glauben. Wenn es so eine Strafe gibt, ist mir eigentlich sehr egal. Der Hiller muss dran glauben. Es ist halt schon sehr schlecht gerade, aber dafür ist gerade die Strafe gerade vorbei. Und der Koistin die Chance, leider. In den paar letzten 3 Minuten hat er zwar noch die Chance, eins zu schiessen. So. Gerade passen schön. Danke. Und direkt Schuss gerade abführen. Und da haben wir gerade noch können für uns erzwingen. Ich hätte nicht gewusst, was sonst passiert wäre. Und da ist die nächste Möglichkeit gesehen.
door Shorthanden. Het macht de Hüde da. Dan müsste hij bleiben. Weet je, kunnen wir hier sehr schlecht irgendwie etwas machen. Aber als der Pass überkommt und jetzt schicken ze ja. Der Himmelfahrt kommt da durch. Er kann den Pass noch abgeben. Er kommt gefährlich vor das Goal. Der Robbie Earl auch noch. Und er kann den Puck für sich erobern. Es ist gerade ein kleiner knappes da. Aber wir können natürlich das Ganze ein bisschen unter Kontrolle bringen. Nein, irgendwie doch nicht. Ein Schuss nach dem anderen gerade. Aber der Elo gerade für den nächsten Angriff und den verwandelt er natürlich gerade zum 4:8. Ich glaube, es ist kein Shorthander mehr. Nein, es ist kein Shorthander mehr gesehen. Aber wenigstens hat er es schön rausgespielt. So, noch ein Bulli erzwingen vor dem Healer. So, nein. Oh, das ist sehr heimtückisch. Und das ist Offside. So, tun wir eine Schaltlinie durchwechseln. So, der Dostoinov hat wieder alles Goal verdient. So, der Himmelfarb ist am Bulli. So, schön rausgespielt. Er schießt. Gibt keinen Ablenker. Der Lagi, unser erster Torschütze. Und der Himmelfarb kommt da mit sehr viel Anlauf. Und ein schöner Save vom Hiller. Ja, ich bedanke euch, dass ihr bis dahin geschaut habt. Gebt den Daumen hoch, wenn es euch gefallen hat. Und ich wollte eigentlich nicht mehr weiter reden. Tschüss zusammen, habt noch einen schönen Abend. Tschüss.